Der kommt, lass uns gehen jetzt. Oder? Ein Konzertabend wie jeder andere. Noch ahnt Modern Talking-Sänger Thomas Anders nicht, dass Dieter Bohlen in wenigen Minuten das Ende des erfolgreichsten Pop-Duos Europas verkünden wird. Auf der Bühne vor 10.000 Zuschauern. Es gab keine Verabschiedung. Wenn man Dieter kennt, da muss man da auch nicht irgendwie auf ihn eingehen oder sowas, weil für ihn ist es einfach, er ist dann ignorant und in sich gekehrt und er lässt dann in keiner Form irgendwie eine Konversation oder irgendwie ein Zwiegespräch zu. Er blockt dann einfach ab. Und jeder ging seiner Wege? Jeder ging seiner Wege, ja. Thomas Anders zieht sich zurück, kappt das Telefon und fliegt mit seiner Frau Claudia nach Ibiza. Dort sind sie ungestört, können ihr gemeinsames Leben neu ordnen. Das erste Mal seit Monaten steht für Familie Anders Sohn Alexander Mick ganz im Mittelpunkt. Aber die scheinbare Ruhe ist trügerisch, denn das Ende von Modern Talking ist der Anfang einer Schlammschlacht. Dieter Bohlen tritt nach. Er bezeichnet seinen Ex-Partner Anders im Nachhinein als Dieb und verleumdet ihn vor einem Millionenpublikum. Ich habe das wirklich gelesen und ich habe den Kopf geschüttelt. Ich dachte, welche Geschichte ist das denn jetzt? Ich meine, was soll diese Sache? Er muss doch wissen, dass es nicht so ist. Da war mir plötzlich auch klar, warum er nach unserer Trennung sagte, ich werde nichts auf Thomas kommen lassen, ich sage überhaupt nichts, logischerweise, weil er diese Zeilen für die Promo seines Buches braucht. Nur trotzdem ist es etwas, das ist so ein dieses Wechselbad der Gefühle, wo man denkt, ganz salopp gesagt, das hier glaube ich jetzt nicht. Und auf der anderen Seite, das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die da losgetreten wird. Und im Grunde auf meine Kosten irgendwie ein Buch zu promoten und wirklich auf brutalste Weise versuchen, mich zu vernichten. Also das war richtig harter Tobak. Also man muss sich mal vorstellen, dass man wirklich realisiert, dass jetzt 12 Millionen Menschen, warte mal ganz kurz, Entschuldigung. In dem Moment geht es natürlich um meine Frau und es geht eigentlich um meine Familie, die zu schützen ist. Und natürlich, das war keine leichte Zeit. Obwohl ich sehr gut damit umgehen kann. Also ich habe ja nun wirklich Höhen und Tiefen dieses Businesses mitbekommen und kann sagen, das ging nicht spurlos an mir vorbei, sondern trotzdem weiß ich, wo ich stehe. Ich weiß, was ich richtig mache. Ich bin, weiß Gott, niemand, der alles im Leben richtig macht. Dafür bin ich Mensch. Aber da galt es für mich einfach, einen Punkt zu setzen, wo man sagt, das ist einfach eine Stufe zu weit. Das kann ich nicht mit mir machen lassen, weil es definitiv gelogen ist und nicht der Wahrheit entspricht. Als ich die Bild-Zeitung natürlich vor mir liegen hatte, war ich natürlich erstmal geschockt. Das war so starker und harter Tobak. Ich war richtig geschockt. Ich habe auch wirklich versucht, zuerst entspannt damit umzugehen oder einfach das wieder, naja, in diese Dieter Bohlens Sprüche-Tüte zu packen. Aber ich habe mir das immer wieder durchgelesen und war wirklich fassungslos, was der dort behauptet hat. Gerade weil ich natürlich auch mit Thomas zusammengearbeitet habe, wusste ich ja nun, dass das gelogen war. Und die Vorstellung, dass 12 Millionen Leser jetzt
diese Lüge vielleicht am Ende glauben könnten. Also in der Situation war ich dermaßen geschockt, dass ich, eigentlich war ich froh, dass mein Sohn nicht lesen konnte oder noch nicht lesen kann. Dass er von dem allem überhaupt noch nichts mitbekommt. Das war eine Woche, wo ich wirklich gedacht habe, gut, dass es vorbei ist. Dieter Bohlen glaubt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Alle lieben ihn und alle finden ihn unheimlich lustig. Mit seinen angeblichen Enthüllungsgeschichten schockt er Deutschlands Prominente. Viele klagen gegen ihn. Zu den Opfern zählen unter anderem Jenny Elvers Elbertshagen, Michelle Hunziger, Modedesigner Wolfgang Job, Pursänger Hartmut Engler, Isabel Varell, Juliette von den Superstars, Nena und Udo Jürgens, sowie Tagesschausprecherin Eva Herrmann. Bohlen bekommt es auf einmal mit den besten Anwälten Deutschlands zu tun. Die Vorwürfe reichen von Verleumdung, übler Nachrede bis hin zur Unterstellung von Straftaten. Starfotograf Guido Karp war 20 Jahre lang mit Modern Talking unterwegs. Ihn hat Bohlen in seinem Buch verschont. Trotzdem will Karp mit dem Hobbyautoren nichts mehr zu tun haben. Mit den Größten des Showbiz arbeitet Karp zusammen. Aber Bohlens Skrupellosigkeit ist für ihn einmalig. Ich glaube, Dieter Bohlen ist ein extrem unglücklicher Mensch, weil er ständig wieder diesen inneren Zwang hat, sich beweisen zu müssen. Noch mehr Platten, noch mehr Bücher, noch mehr Stars. Die einzige Frage, die man sich dabei stellen muss, gibt es überhaupt irgendjemanden auf der Welt, der, nachdem Dieter sich von ihm getrennt hat oder nachdem man sich von Dieter getrennt hat, und da geht es ja Bonnie Tyler, gut, Roy Black kann man nicht mehr fragen, aber Chris Norman, egal wen man anspricht, da ist ja eine Blutspur hinterlassen worden, die seinesgleichen sucht. Nirgendwo, bei all den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich so eine Blutspur entdecken können. Und das beschreibt ja in einer gewissen Weise, dass diese innere Zerfressenheit eines Dieter Bohlens ihn irgendwann zugrunde richten wird. Nicht, dass ich ihm das wünsche, muss ich ganz klar sagen. Also ich wünsche Dieter wirklich nichts Böses. Er soll seinen Weg gehen, er hat seine sehr eigene Art, die Dinge anzugehen. Ja? Und dann soll er das machen und soll um Himmels Willen damit froh werden. Er soll uns nur bitte in Ruhe lassen. Er soll uns unseren Weg gehen lassen und soll seinen Weg gehen lassen. Nadia Abdel Farag, die Frau an der Seite von Dieter Bohlen. 12 Jahre lang sind die beiden ein ungleiches Paar. Bohlen spielt die Rolle des Superstars und Nadja die der zufriedenen Hausfrau. Nadja hat Dieter, glaube ich, bedingungslos geliebt. Ich glaube nicht, dass man all das mitmachen könnte, was Nadja passiert ist, wenn man nicht bedingungslos lieben würde. Ich finde, Nadja ist ein extrem liebenswerter Mensch, die sich immer bemüht hat, es allen recht zu machen, die immer ein freundliches Wort für jeden hatte. Und von daher kann ich nichts Böses über sie sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder beschämend. Wenn sie jetzt schreibt sie ihr Buch, um Himmels Willen, dann lass sie doch ihr Buch schreiben. Aber dann zu sagen, Nadja kann ja gar nicht schreiben oder was auch immer. Ich werde mich hüten, über je eine Frau, mit der ich zusammen war, egal wie lange oder wie kurz, solche Frechheiten zu erzählen. Weil das hat sie nicht verdient. Sie war mehr als eine Putzfrau. Sie war womöglich der einzig richtige Freund, den er jemals hatte. Und den hat er mit Füßen getreten. Und damit erklärt sich auch ein Dieter Bohlen. Man tritt seine Freunde nicht mit Füßen. Und speziell tritt man seine Freunde nicht mit Füßen, wenn sie einem nie was Böses getan haben. Weil Nadel hat nie was Böses getan. Ich habe es aus meiner Seite mit dem Abstand gesehen und ich fand das sehr, sehr schade. Nadja gegenüber. Ich fand es auch letztendlich
respektlos Nadja gegenüber. Weil Dieter ganz klar ein Pendant gegen Verona Feldbusch aufbauen wollte, so nach dem Motto, jede Frau, die mit mir zusammen ist, wird ein großer Werbestar. Und bei Nadja hat es nicht geklappt, was ja auch nicht schlimm ist. Nicht jede Frau ist dazu geboren und Nadja weiß Gott auch nicht. Nadja ist eine sehr attraktive Frau, die tolle Fotos hatte im Playboy, aber dabei hätte sie es auch belassen sollen. Aber Nadja, das weiß ich, ist nie hingegangen und sagte, ich will jetzt ins Fernsehen und ich möchte jetzt eine Show moderieren. Das war einfach das Konstrukt und diese Vorstellung von Dieter Bohlen. Ich zeige jetzt der Feldbusch mal, dass sie auch austauschbar ist, weil jeder, der mit mir zusammen ist, den mache ich zum gleichen Star wie die Feldbusch. Verona Feldbusch, die Ex-Frau von Dieter Bohlen, bewältigt auch ohne den Pop-Produzenten ihre Karriere. Privat ist die 34-Jährige jetzt mit dem Architekten Franjo Poth liiert. Das Buch Der kleine Feldbusch veröffentlicht sie pünktlich zur Geburt ihres Sohnes San Diego. Die schriftstellerischen Ergüsse eines Dieter Bohlen zeigen ihr das wahre Gesicht des Plattenmillionärs. Man könnte ja stundenlang Leute aufzählen, über die er herzieht. Er macht sich über Michelle Hunziker lustig, über Eva Herrmann. Dann geht er doch, ich weiß gar nicht, wo der noch ausgeholt hat. Dann hat er den anderen Produzenten, den Fangfarian, auch durch den Dreck gezogen. Thomas Anders natürlich und, und. Und Hartmut nicht zu vergessen von Pur und immer so weiter. Männer und Frau, erkennt er ja nichts. So, aber es ist noch niemand aufgefallen, eine ganz große Prominenz hat er überhaupt nicht in seinem Buch beschrieben. Das ist zum Beispiel Thomas Gottschalk. Und wenn man jetzt mal überlegt, warum nicht? Ja, ist doch ganz klar, er will natürlich noch mal zu wetten, das. Und da sieht man natürlich die Berechnung, weil Johannes B. Kerner oder Thomas Gottschalk und so weiter, die erscheinen in diesem Buch nicht, weil er ganz genau weiß, die brauche ich. Weil wenn er sich mit allen verscherzt, dann kann er ja nichts mehr promoten. Keine Platte und natürlich auch kein Buch und gar nichts. Verona Feldbusch lernt Dieter Bohlen durch Zufall kennen. Keine 6 Monate später heiraten die beiden in Las Vegas. Ganze 4 Wochen dauert die Ehe. Dann beginnt die Scheidungsschlacht. Die kostet Bohlen nur 250.000 Euro. Dieter Bohlen hat einen gewissen Witz, eine gewisse Ehrlichkeit und eine gewisse Direktheit, die mich auch dazu gebracht hat, ihn letztendlich zu heiraten. Weil auch ich sagte, wenn einer so direkt das Kind beim Namen nennt, das hat mit Mut und Ehrlichkeit zu tun. Und wenn einer so unterhaltsam ist, natürlich habe ich viel gelacht und ihn gut gefunden und seine Art gemocht, genau wie das Publikum. Also im Grunde genommen bin ich froh, dass allen das Gleiche passiert ist wie mir. Seine Sprüche, seine Direktheit, seine Geschichten, die habe ich immer gehabt. Wie gesagt, Ehrlichkeit, Publikum mit Sicherheit auch. Ein gewisser Witz, der ist sehr witzig. Und Millionen Männer lachen sich zu Hause schlapp, weil sie genau das Gleiche gerade denken. Und Frauen, wenn sie nicht zu emanzipiert sind, in Anführungsstrichen, à la Ali Schwarzer, haben sogar was für ihn übrig. In dem Sinne, dass sie sagen, ja, witzig ist das schon. Aber je öfter sein Auftritt im Fernsehen wurde durch Superstar und so weiter, hat man immer mehr hinter die Fassade geguckt, dass er eigentlich kein sympathischer Mensch ist und schon gar nicht ein, sage ich mal, ein herzlicher, sondern ein Egoist, der eine super Karriere hingelegt hat und in erster Linie immer nur an sich denkt. Und ich bewundere immer die Menschen, die zu mir hinkommen und sagen, ich finde das so geil, dass der so ehrlich ist. Es ist immer für diese Leute unheimlich geil, wenn über Dritte ehrlich gesprochen wird. Nur wenn man die Leute selbst mal rannimmt und sagt, hey, du bist ein Arschloch. Du, dich genau meine ich, weil ich finde dich sowas von scheiße. Wenn das ein Dieter Bohlen sagen würde, und ich finde dich sowas von beschissen, und du singst scheiße und du siehst scheiße aus, und du bist fett und du hast irgendwie beschissene Haare und du hast einen Spreizfuß und was weiß ich alles, dann findet derjenige das auch nicht gut. Deshalb hat mich das immer ein bisschen geschockt. Die ganzen Leute sagten, das ist aber irgendwie, ich finde das so geil, wenn man so ehrlich ist. Das Interessante daran ist, man kann ja
wenn man ein bisschen gut reden kann, vieles zurücknehmen. Also ich würde sagen, ich schaffe sowas auch. Was ich heute behaupte, könnte ich morgen wieder anders darstellen, wenn ich es wollte. Aber wenn man ein Buch schreibt, es steht ja da, schwarz auf weiß. Und wenn ich einmal was schreibe, kann ich am nächsten sagen, oh, da habe ich mich doch verschrieben. Es ist ja kein Tippfehler. Und sein ganzes Buch ist leider kein Tippfehler, sondern einfach das, was er wirklich denkt und das, was er nämlich sagt, wenn er mit jemand allein im Raum ist und über andere Leute redet. Das wurde ja niedergeschrieben. Und somit hat er sich selbst geoutet. Modern Talking auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Frauen Nadia Abdel-Farag und Claudia Anders reisen gemeinsam mit ihren Männern um die Welt. Wenn sie miteinander reden, dann ist es meistens Smalltalk. Eine richtige Freundschaft entsteht nicht. Dann ist es nie dazu gekommen, zum einen, weil Claudia nicht überall dabei war und zum anderen, glaube ich, weil Dieter respektive Nadja das auch nicht zugelassen hat. Weil, ich glaube, engere Beziehungen von Frau zu Frau wollte Dieter nicht. Weil das natürlich irgendwie Schwierigkeiten bringt. Wenn dann eben dann die Frau, die Freundin, damals Lebensgefährtin des Partners, zu viele Internas vielleicht weiß von der Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, dass da vielleicht irgendwelche Sachen und die Frauen stricken untereinander ihre Geschichten. Also deshalb hat Dieter immer schon versucht, das nicht zu eng werden zu lassen. Thomas hat eine Partnerin gefunden, die er wirklich liebt und mit der, wo er bereit ist, sein Leben mit ihr zu teilen. Ich glaube, dieser Teilungsgedanke, der geht einem Dieter Bohlen vollständig ab. Weil bei Teilen denkt Dieter Bohlen nur an Geld, ja? Und wie viel kriegt sie und wie viel will sie von mir womöglich, dass man auch seine Gefühle teilen kann, dass man sein Leben teilen kann mit jemand, dass man dann gemeinsam ein Kind hat und mit diesem Kind, in dieser Liebe zu dem Kind mit seinem Partner völlig aufgehen kann. Ich glaube, das geht Dieter ab. Dieter hat zwar selber auch Kinder, aber und ich glaube auch, dass er seine Kinder sehr liebt. Ja? Aber es gibt halt diese total innige Bindung, dieses Strahlen. Ich habe halt diese echte Strahlen in Dieters Augen niemals sehen können. Ich habe bei Dieter auf der Bühne, konnte man den einschalten und dann leuchtete der und lachte und hatte Spaß und ging von der Bühne und war völlig unzufrieden. Dieter Bohlen und Thomas Anders sind in ihrer gemeinsamen Modern Talking Zeit ganz einfach Geschäftspartner. Sie treffen sich zu Konzerten, Fotoshootings und Videodrehs und gehen sich danach wieder aus dem Weg. Es gibt nichts, was sie privat verbindet, außer der Erfolg. Die beiden haben sehr viel miteinander gearbeitet und nach dem Dreh oder nach dem Event oder nach dem Konzert haben sich beide voneinander verabschiedet und man traf sich eigentlich erst wieder zum nächsten Konzert. Und dazwischen war einfach Pause und die Pause hat den beiden auch extrem gut getan, weil sie einfach unglaublich verschieden sind. Dann kam irgendwann die Zeit, wo der Druck auch immer größer wurde, auch immer wieder den letzten Hit zu toppen. Ich glaube, dass da auch ein unglaublich großer Druck auf beiden lastete. Wann jetzt genau dieser Bruch kam, ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Ich glaube, dass einfach auch auf der anderen Seite sehr, sehr viel passiert ist, dass also dieses Projekt Modern Talking plötzlich nicht mehr so wichtig wurde. Oder dass vielleicht, wage ich mal zu behaupten, eigene Vorteile da eine große Rolle spielten. Dieter weiß und wusste immer, was er zuerst tut, nämlich das, was ihm das meiste Geld bringt. Das ist letztendlich, darum dreht sich das. Also das ist nun für ihn ein Antriebsmotor, was ganz, ganz wichtig ist. Und in dem Moment haben wir eben andere Projekte, die auch leichter waren. Natürlich war irgendwie dann im sechsten Jahr Modern Talking, irgendwie sich was einfallen zu lassen, ein neues Album und mit neuen Marketingstrategien, irgendwie, die ja irgendwie entwickelt werden mussten, von wem auch immer, das war eher nicht, weiß Gott, alleine. Das wird natürlich immer schwieriger. Und wenn ich dann natürlich ein Podium habe, wie bei den Superstars, wo das Marketing schon auf dem goldenen Tablett serviert wird, dann ist es viel, viel einfacher, sowas zu machen. Nur trotzdem kann ich es nicht verstehen, wie man dann ein Lebenswerk, ist ja auch sein Lebenswerk, es sind 19 Jahre, wurde oft genug gesagt, das erfolgreichste Pop-Duo, zumindest Europa oder deutschlandweit,
Ob es weltweit ist, kann ich noch nicht mehr behaupten. Müsste ich wirklich in den Archiven nachgucken. Wie kann man hingehen und das so hart und so gedankenlos eigentlich wegwerfen? In den letzten Monaten von Modern Talking herrscht eisiges Schweigen. Anders macht seinen Job wie gewohnt. Bohlen plant schon still und heimlich seine Soloprojekte. Er ist wirklich jemand, der Mensch mit zwei Gesichtern. Und das ist wirklich, das stimmt wirklich im Nachhinein. Sage ich, ja, das ist, muss ich sagen, jetzt auf den Punkt gebracht. Weil es ist nicht das, was in der Öffentlichkeit ist, so ist er nicht letztendlich hinter der Kamera. Und jetzt will ich auch nicht da irgendwie drauf losschlagen. Ich habe letztendlich 22 Jahre mit dieser Unterbrechung von ein paar Jahren zwischendurch wirklich mit ihm verbracht und ich habe eine großartige Karriere gemacht und ich habe auch keine Lust, irgendwie dieses Ganze nun kaputt zu reden, weil irgendwie Modern Talking ist ein ganz, ganz großer Bestandteil meines Lebens und fast 50% meines Lebens. Und ich möchte einfach nicht, dass diese einzigartige Karriere irgendwie kaputt geredet wird. Und ich hatte natürlich auch meine Vorteile und Glanzpunkte in dieser Karriere und würde heute nicht da stehen, wo ich stehe, wenn ich Modern Talking nicht gehabt habe. Also ich möchte das überhaupt nicht alles negieren. Nur es war nicht immer eine einfache Zeit und ich habe sehr, sehr oft natürlich auch die Faust in der Tasche gemacht und dachte, eigentlich müsste ich was sagen. Ich bin aber sehr friedfertig und bin sehr friedfertig erzogen und auch letztendlich diplomatisch erzogen. Und ich glaube, wäre das nicht so, hätte es wahrscheinlich Modern Talking nie mehr gegeben. Ich geh mal ein Stück rein. Thomas Anders braucht keinen Bohlen mehr. Sein Leben nach Modern Talking. Mehr dazu in wenigen Augenblicken. Das finde ich wunderschön. Schön. Ich finde gut, dass es diese Idee, die du mit dem Telefonstimmen hattest, gesagt hast. Mit Thomas